Na, Männer? Alles klar. Und schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Ja, hier ist dickes Tonturmschießen gewesen in der letzten Folge. Wir haben ordentlich was versenkt, ordentlich viele Aale rausgehauen. Wir haben jetzt auch anscheinend unsere Empire Capulet, die wir ja eigentlich dort versuchen, die irgendwie kriegswichtige Güter bringt, die sollen wir versenken und die ist jetzt bewegungsunfähig. Die liegt hier. 3 km/h. Notfalls holen wir uns die nachher mit dem Deckgeschütz, würde ich mal behaupten. So, jetzt, wie geht's jetzt weiter? Okay, ich habe jetzt hier schon wieder einige Schusslösungen ermittelt. Torpedo ausrichten. Und ich würde sagen, Herr Kaloy, wir machen uns mal Gedanken Torpedokurs berechnen. Um diese ganzen Frachter, die hier noch rumtigern. Ja, die macht mir natürlich auch Sorgen, aber bevor wir das jetzt machen, müssen wir uns jetzt erstmal Gedanken machen, was haben wir noch an Aalen, was können wir noch machen, ne? Und wie geht es weiter? Der Flugzeugträger, den könnten wir ruhig nochmal, den könnten wir mal andischen, ne? Könnten wir andischen. Das wäre ja was. Bewegung, los! Das wäre ja was. Ne? So, 4 Aale haben wir noch. Alter, das ist so aufregend schon wieder hier. Und dann würde ich mal sagen, wir machen uns Gedanken jetzt, wie es weitergeht. Den hier oben müssten wir eigentlich nochmal versuchen zu kriegen. Und dann könnten wir so reinrocken. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Wir versuchen den hier oben jetzt nochmal zu kriegen. Legen Sie den Kurs an. Rohr 4 geladen. Dass wir den nochmal versenken können. Ah, jetzt kommt die Black Spawn. Oh, oh, halbe Fahrt. Oh, oh. Jetzt kommt die Black Spawn. Die Frage ist, was macht die Black Spawn? Wir drehen mal ab. Okay, der wird uns finden. Tauchen auf 50 Meter. Runter auf 50 Meter. Die Swan wird uns finden, wenn wir jetzt Pech haben. Deswegen tauchen wir mal kurz ab. Wir sind hier aber lange noch nicht fertig mit dem Kumpel. Ich glaube, 20 Meter. Da kommt jetzt bald die Retourkutsche. Schrauben, Herr Kaloy. So, jetzt drehen wir um. Schlagen einen Haken. Legen Sie den Kurs an. Dass wir die vielleicht loswerden. 50. Das scheint zu funktionieren. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloy. So, Tiefensteuerruder. Na, nee, bleibt doch mal hier. Ist besser. Wir sind lange noch nicht fertig mit euch. Wir sind lange noch nicht fertig. Man könnte sagen, wir sind jetzt gerade erst warm geworden. Wir setzen uns aber hier mal eine Markierung hin. Dass wir die wiederfinden. Aber wir haben hier bei denen noch lange nicht genug. Schneller, schneller! Nee, nee, wir haben noch nicht genug. Gehen wir auf AK. Vielleicht sollten wir auch mal von der anderen Seite ran.
Das könnte auch interessant werden jetzt. Legen Sie den Kurs an. Wir fahren mal von der anderen Seite ran. Kurs setzen. Oh, die haben aber Speed jetzt drauf, ne? So, und jetzt gehen wir mal wieder auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen! Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt von der anderen Seite rankommen. Okay, wechseln wir erstmal. Hier haben wir uns die Markierung gemacht. Auf Seerohrtiefe. Okay. Dann ermitteln wir noch mal ein paar Schusslösungen. Torpedo ausrichten. Kapitän. Geh du mal bitte an das Überwachungsding. Und Midway, du brauchst ganz dringend noch mal einen Offizier, Matrosen an der Seite. Und dann fahren wir doch da jetzt mal dran vorbei. Mal ein bisschen schneller fahren, glaube ich. Vielleicht sogar AK. Herr Kaloy. Torpedokurs berechnet. Und was ist das für einer? Empire Gunner? Die haben wir zu 100%. Ja, den kleinen hier oben, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Den haben wir verloren. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Aber wir versuchen da jetzt dran zu bleiben. Herr Kaloy? So, nochmal kurz nach den Torpedos gucken, dass die warm bleiben. Ich denke mal, da werden wir gleich Spaß haben. Die sind nämlich alle kalt. Ich hasse euch. Die sind alle kalt. Okay, aber das kriegen wir hin. Dann fahren wir mal ein Stück vorbei. An den. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Wieso gehst du denn schon wieder ins Bett? Du sollst die vorheizen. Ich will die alle loswerden jetzt hier noch. Wir holen uns jetzt noch den Flugzeugträger. Das ist das Ziel. Na gut, das Ziel eigentlich nicht. Ein Ziel ist ein anderes, aber wir versuchen es, uns den jetzt noch so zu holen. Zu Befehl. So, in der Zwischenzeit gehen wir schon mal wieder auf große Fahrt zurück. Und jetzt ist der Flugzeugträger genau vor dem... Oh, ist das doch zum Kotzen. Was ist denn das hier eigentlich? Dicker. Ah, Dicker. Was ist das hier? Ein Schwede. 4 Torpedos. 5 wären besser. Könnten den Flugzeugträger vielleicht nur anhitten. Ich muss mal kurz gucken. Wer ermittelt denn den Flugzeugträger gerade? Torpedokurs berechnen. Torpedokurs berechnen. Wie viel Tiefgang hat denn der Flugzeugträger? So, schau. Da ist er doch. 7,1 Meter Tiefgang. Ja. 2 Torpedos. Mit Streuung. Voll drauf. So machen wir das. Ein bisschen Glück, bleibt der kleben und wir können uns den nachher holen. Was ist das hier oben? Ach, ein Schwede. Ist er nun ein Schwede? Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl.
Okay, und dann schlagen wir so ein. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und dann müssten wir eigentlich von hier aus, Mädels, eine schöne Schusslösung kriegen. Vor allem, die sind ja dann auch schon wieder in dem Winkel. Also könnte das funktionieren. Das könnte funktionieren, wenn wir das so machen. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass unser Freund der Zerstörer hier nicht wieder um die Ecke schleicht und uns dann ärgert. Sieben Knoten. Der Flugzeugträger ist langsamer. Wir brauchen, glaube ich, einen anderen Winkel. Kurs setzen. Zu Befehl. Wir kriegen die. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Herr Kaloy? So, guck nochmal nach den Aalen. Das wird gleich interessant. Da werden wir gleich noch einiges zu tun haben. Und dann müssen wir unseren Hauptauftrag da unten nochmal machen. Der ist gleich kalt. Instand halten, bitte. Die Zeit nehmen wir uns. Okay. Das ist das für eine Entfernung jetzt hier. 3 Kilometer. Tja. Dreizehn Knoten. 7 Knoten. Der müsste den doch eigentlich überholen. Macht er aber nicht. Legen Sie den Kurs der an. Schweinehund. Bestätigt. Der überholt den nicht. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Kapitän. So, gucken wir nochmal. Torpedos vorwärmen, ob da noch irgendwas ist. Wir brauchen die jetzt gleich alle. Standhalten. Das wird jetzt gleich lustig. Vor allen Dingen, die wissen nicht mal, wo wir sind. Das ist das Schöne an der ganzen Angelegenheit. Ja. Das Problem ist, wenn ich jetzt erst den vorderen anschieße, wird der Flugzeugträger stehen bleiben. So, was haben wir hier hinten für einen? Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt noch in die Tat umsetzen hier. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon begeistert, nachdem wir hier tagelang auf Suchkurs waren, dass wir jetzt hier auf einmal nochmal so eine Meisterleistung kriegen. Aber jetzt machen wir erstmal ein schönes Foto von dem Flugzeugträger. Und wenn wir unsere Schussposition haben, dann geht das scharf. Die Frage ist bloß, oh, die fahren so dicht zusammen. Die Gunner. Hätte ich vorhin schon versenken sollen. Hätte ich das Problem jetzt nicht. Aber hier, so, bäm, so trächtig. Dicker Flugzeugträger für den Papa. Das wär's doch, oder? Ja, das wär's doch. So ein Flugzeugträger. Schleckermecker. Opa, wenn wir den versenken, ne? Oha. Oha.
Da sind wir die Königin La Rochelle, wenn wir den versenken. Ich habe so einen Flugzeugträger aus Nahen noch nicht so ganz gehabt. Deswegen mal ein paar Fotos, Leute. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht geklickt, deswegen. Ich muss ja sowieso noch den Kurs abfahren. Was ist denn hier alles so drauf? Nicht schlecht. Na, mein Freund, wenn du wüsstest, was dich gleich erwartet. Ich hoffe, du kannst schwimmen. So, was haben wir hier? Das ist der Schwede. Ja, wenn der überbleibt, dann ist das jetzt nicht so dramatisch. Aber den Flugzeugträger, den müssen wir uns schon schnecken. So eine Chance wie jetzt kriegen wir wahrscheinlich nie wieder. Und das hier hinten, das ist ja unser Kumpel, der so angeschlagen ist. Wo ich so schlecht getroffen habe. Der wird auch nicht langsamer, ne? Ne, wird er nicht. Der wird auch nicht langsamer. So. Ja, wir machen was. Wir machen was, wir machen was, wir machen was. Wir gehen jetzt erstmal in Schussposition. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Oha, was ist denn jetzt los? Ah, ich dachte schon, der startet seine Flugzeuge. Okay, aber Freunde, ich bin jetzt mal wieder arschig zu euch. Ich hoffe, ihr seid nicht böse deswegen. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge, da wird das lustig. Da holen wir uns den Flugzeugträger. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Opa ist schon ganz fisselig. Ne? Ich habe auch bis jetzt schon ziemlich viel von meiner Crew abverlangt, mal wieder. Aber mal schauen, wie die zurechtkommen. Ich verabschiede mich von euch, sage Tschüss. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ach so, und nicht vergessen. Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren und schaut auf den Discord rein. Bis denn, Mädels.